Alle Jahre wieder lädt die Wirtschaftskammer Bruck Vertreter der Gemeinden, der Ämter und Behörden sowie Unternehmer ein, um bei Speis und Trank die allgemeine Lage zu besprechen und Gedanken und Ideen auszutauschen. Obwohl die Stimmung gut war, kamen die Redner auch in diesem Jahr nicht ganz um die Neuerungen im Land herum. Ja, ich sage immer so, also die Region hier hat ja in den 80er, sage ich mal zwischen 80 und 82, 84, wirklich eine ganz große Krise zu bewältigen gehabt. Da ist ja das heute eigentlich alles halb so schlimm, was jetzt regional sich abspielt, überregional oder sage ich mal den ganzen Globus betreffend. Ist natürlich wartet, jeder, gibt es überhaupt noch morgen den Euro, gibt es noch den Yen, gibt es noch den Dollar und so weiter und so fort. Also ist durch diese schnelllebige Zeit, durch dieses ganze Internet und, alles total im Umbruch und es wird jeden Tag oder stündlich gibt es schon neue Meldungen. Wir leben noch alle, sage ich mal. Also wir brauchen keine Angst haben, ich bin da guter Dinge. Also bei diesen fleißigen Menschen, die es hier in der Region gibt und bei diesen guten Fachkräften, wir werden nicht untergehen. Das Jahr 2011 war trotz der schwierigen Wirtschaftslage in der Region Hochsteiermark sehr erfolgreich. Das Jahr 2011 war gut. Wir hören ja immer, dass es schon wieder Probleme geben sollte aus unseren Mitgliederkreisen. Von den Unternehmern haben wir noch keine derartigen Meldungen. Natürlich gibt es Sorgen, nur die Unternehmer konzentrieren sich auf die eigentliche Arbeit und werden die auch im Jahr 2012 wieder sehr gut machen. Dass man gerade bei so einem Empfang wichtige Gespräche führen kann, liegt an der klaren Aussage. Ja, es gibt ein altes, ehrenes Gesetz, das heißt, beim Reden kommen die Leute zusammen. Und wenn es hier sozusagen um Sozialpartner geht, die hier im neuen Jahr besprechen wollen, wie es weitergeht, ja, dann hat es heuer einen besonderen Sinn, denn wir wissen ja, dass unsere Prognosen nicht allzu gut sind und trotzdem muss man Mut nach außen streuen und auch Mut leben und nicht etwas zu Tode reden, was niemals zu Tode geredet gehört. Für die Sozialpartner ist dieser Empfang der Wirtschaftskammer ein wichtiger Bestandteil zu Jahresbeginn. Ja, erstens hat es Tradition und zweitens hat es eine große Bedeutung, weil ganz einfach die Zusammenarbeit wichtig ist und weil man sich gegenseitig austauschen kann. Eine Koalition, rot-schwarz, ich glaube, kann nichts Besseres passieren. Der Landesrat Seitinger hat gerade gesagt, beim Regen kommen die Leute zusammen. Das auf jeden Fall. Wir verstehen uns ja auch sehr gut. Wir werden uns heute Abend auch beim Bauernball noch einmal treffen. Aber ich glaube, es ist eine schöne Möglichkeit, eben sich auszutauschen. Wir leben von der Wirtschaft. Die Politik kann helfen, für die Wirtschaft Rahmenbedingungen zu schaffen. Und hier erfahren wir gelegentlich auch, welche Art von Rahmenbedingungen sich die Wirtschaft von der Politik vorstellt. Ja, für uns als Polizei einen sehr wichtigen Status, weil wir hier in der Kammer dann mit den Funktionären der Gewerkschaft, der Wirtschaft, den Politikern sprechen können über die Organisationen und über die Zustände im Bezirk. Und da können wirklich wichtige Gespräche geführt werden und können gewisse Dinge abgeklärt werden. Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn die Behörden und die Unternehmer so in einer lockeren Atmosphäre miteinander sprechen, Erfahrungen austauschen und sich näher kennenlernen. Ich glaube, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Die Zusammenarbeit, die Kooperation, das Miteinander ist ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, dass man miteinander Lösungen sucht. Bei Speis und Trank hat man sich dann noch gut unterhalten und die eine oder andere Richtlinie für die Zukunft aufgezeigt.